ganze Frau, die wieder allein ist und weint. Habt ihr das gehört, Leute? Die kurze Flasche, die gefallen ist. Wenn so eine Frau weint, dann kam dieser Klang. Und jetzt die Flasche, die ganze Zeit fällt und fällt und fällt. Anstatt zu unserer Frau zu gehen, entscheiden wir uns wieder nämlich nur für den Alkohol. Schwebt er? Nee, okay, da schwebt nichts. Eieieiei. Oh. Okay, der Hirsch, alles runtergefallen. Er ist heruntergekommen. Okay, und wieder der Fahrstuhl. Oh Gott, Leute, ich weiß ganz genau, wo uns der Fahrstuhl jetzt hinfährt. Ihr wisst es doch auch. Da, wo wir letztes Mal vorbeigefahren sind, wo irgendwas in den Schatten gelaufen ist. Achso, wir müssen runter. Na dann. Ah, Leute, nach unten in die Tiefe. Gib die Hoffnung auf. Solange du kannst. Letzte Hoffnung, Leute. Und wir haben noch einen Schlüssel gefunden, das dürfen wir auch nicht vergessen, ist auch wichtig. Jedenfalls rate ich dir jetzt deinen Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße gezogen als diese hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauche eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, dich als Opfer des Systems darzustellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit. Ein übereifriger Bürokrat, vertraut mir. Das ist unsere beste Option, wenn man bedenkt, was du in der letzten Zeit durchgemacht hast. Würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50 Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch. Hammer. Gegen gerichtliches Vorgehen dieser Zahl, weil das ist. Warte mal. Ein trauernder Ehemann. Ein trauernder Ehemann. Das heißt, da steht ja, was sag ich ja mal. Ja, doch, ein trauernder Ehemann. Und mehr steht da nicht. Das heißt, wir werden unsere Frau verloren haben, die ist gestorben oder. So wie ich es denke, haben wir sie umgebracht, weil wir mit uns selber so nicht klarkommen und jetzt wollen wir noch irgendwie das Sorgerecht von unsere Tochter bekommen. Aber wir sind nicht zurechnungsfähig. Deshalb steht das noch in den Sternen. Okay. Der leere Raum muss uns doch irgendwas sagen. Wie bei die zerbrochenen Flaschen, weil wir uns nur für den Alkohol entscheiden. Warte mal, können wir andere Seite weiter? Nee. Ja, was muss uns der Raum doch sagen, Leute? Warte, Leute, ich drehe mich mal ab und zu mal im Kreis kurz, weil irgendwas muss er doch sagen. Nur die zerbrochenen Scherben. Hm.
Okay. Gehen wir mal weiter. Okay, hier kommen wir anscheinend nicht weiter. So wie es aussieht, müssen wir jetzt durch die Tür zurück. Nee. Ah, okay, jetzt ist hier eine Tür. Da außen wieder ein Seil, Leute, oder ein Strick. Mal Wasser an, Leute. Okay, wir sind den Ratten gefolgt. Was haben wir hier? Ah, okay, wir können es sogar einfach zur Seite nehmen. Okay, sonst wäre ich hier einfach weitergegangen. Okay, hier scheint aber eh noch ein Bad zu sehen. Das heißt, da gehen wir gleich weiter. Heruntergekommenes Bad. Wir gucken gleich, Leute, ich gucke mich nur erstmal noch um. Erstmal Klodecke runter und spülen. Was haben wir da? Silent Floaters. Stille Schwimmer, sie verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser. Keine Bäder für mich. Okay, und alles, was einem noch irgendwie Spaß bereitet hat, oder... Boah, oi. Oder sonst was. Kann man nicht mehr. Wir lassen das Wasser einfach mal laufen. Wie das Wasser am Anfang, Leute, wo wir ins Bad rein sind, das ist auch noch belaufen. Warte mal, können wir jetzt? Ja, wir können immer noch lang. Machen wir Licht an. Okay, die Tür ist zu, die ist verschlossen. Warte mal, da oben war doch... Ich würde schon sagen, Leute, bin ich jetzt blöd, oder? Eieiei. Hier haben wir nichts weiter, nur Vorräte, da die Waage. Nee, hier ist nichts weiter, da wieder der Strick. Okay, der Raum hat uns nichts gezeigt. Hä? Ist ja selbe Gang. Okay, die Tür ist zu. Die Tür ist auch zu. Die Tür ist offen. Nee, warte mal, Leute. Das kann ja nicht die Antwort sein. Hier auch wieder alles da hinten. Was ist da? Eine Bürste? Nee, ein Loch einfach nur. Auch wieder alles hier heruntergekommen. Der Spiegel, in dem wir uns wieder nicht selbst sehen. Machen wir hier was? Ja. Körperleier haben sich an mir treiben, mich zum Wahn. Zu schnell zum Rausschneiden. Boah, wie krank, Leute, dass man schon darüber nachdenkt, sich selbst das rauszuschneiden, wenn man sich einbildet, dass unter der Haut irgendwas ist. Und hier ein Raum, in dem wir erst gar nicht reinkommen. Versperrt von allem. Oh, ein Schlüssel. Deshalb sage ich, Leute, ich war kurz davor weiterzugehen, aber immer gucken. Jetzt dürfen wir nicht hier reinkommen. Keine Puppe. Von Liebe zu Wahnsinn. Mann nach Entführung der eigenen Tochter festgenommen. Früher am heutigen Tag wurde eine typisch ruhige und friedliche Wohngegend Zeuge einer Szene wie aus einem Kriminaldrama.
als ein Mitarbeiter der Sozialfürsorge unterstützt von bewaffneten Polizisten das Anwesen von aufsuchte, dem vormals bekannten und jüngst verwitweten Künstler. Offenbar war dieser unlängst in ein Kinderheim in der Innenstadt eingebrochen und hatte sich mit einer der jungen Bewohnern der Einrichtung davon gemacht. Nach Aussagen unserer Quellen handelte es sich dabei um die leibliche Tochter des Täters, die aus dessen Obhut genommen wurde. Nachdem ein Familiengericht dies entschieden hatte, nach erfolglosen Verhandlungsversuchen und aufgrund der Vermutung, dass der Mann dem Kind Schaden zufügen könnte, stürmte die Polizei das Gebäude und nahm den Verdächtigen fest. Augenzeugen berichteten, dass der mit Handschellen gefesselte Mann auf die Knie gefallen sei und wiederholt gerufen habe: "Bitte, sie ist alles, was ich noch habe." Während Rettungssanitäter das Kind aus dem Haus begleiteten, eine wahrhaft tragische Endung. Ja, scheiße, Leute. Unsere Tochter haben wir auch nicht bekommen. Was verständlich ist, weil ich gehe mal davon aus, dass unsere Frau entweder verstorben ist oder wir die getötet haben. Unsere Tochter wurde, das heißt, den Fall haben wir verloren. Den Brief, den wir erst gelesen haben. Das heißt, unsere Tochter wird jetzt im Heim sein. Nee, von hier kamen wir. Wir können hier weiter. Okay, Leute, wir haben 4 Türen. Ich denke mal, so wird es bei jeder aussehen. Wir kommen nicht weiter, Leute. Wir verstehen vor den Steinen. Mal passiert irgendwas, wenn ich die Tür wieder schließe. Kann ich die jetzt aufmachen? Vielleicht ist jetzt noch was anderes dahinter? Nee, okay. Okay, gehen wir weiter, Leute. Und dann können wir uns umdrehen. Oh Leute, das ist so krank. Es ist so krank, aber auch so gut. Licht an. Okay, wenigstens geht das Licht im Keller. Ist nichts weiter. Oh, ist das ekelhaft auf den Ohren, Leute. Ist das abartig. Okay, da ist wieder der Schaukelstuhl. Okay, alles löst sich langsam auf. Baum in der Abscheu, geduldig, durstig, pelzig, blutig, ängstlich hochzuschauen. Okay, wir scheinen vor allem Angst zu haben. Okay, die Ratten sind von oben einfach gefallen, alles verfolgt uns. Wir haben keine Ruhe mehr, die Kerzen sind noch an. Unserer Frau, aber auch hier löst sich langsam alles auf. Können wir spielen? Okay, mit jedem Mal, den wir spielen, geht alles kaputt. Ich laufe mal ein bisschen schneller, ich will nicht, dass alles runterfällt.
Vielleicht müssen wir hier noch was finden. Irgendwas, was in der Luft schwebt, was wir aufnehmen können. Was hier noch schwebt, was hier noch schwebt. Können wir irgendwas nehmen, eine Kerze? Hier können wir nichts nehmen, da oben ist nichts. Sorry Leute, wenn es sehr dunkel ist, aber ich sehe gerade auch nicht wirklich viel. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Ist das krank, Leute? Wir werden wirklich unsere Frau getötet haben. Ist das krank? Die Knochen gaben eine gute Grundierung ab, nachdem wir die bearbeitet haben. Aber unsere Frau für uns zu hässlich war und. Ist das krank, Leute? Das Sorgerecht für unser Kind haben wir natürlich verloren. Die Leiche wird keiner gefunden haben, weil die als Gemälde verarbeitet wurde. Und deshalb verfolgt uns jetzt unsere Frau und wir durchleben den Albtraum wieder und wieder. Denn es kann nicht rückgängig gemacht werden. Okay, jetzt sind wir wieder in unserem Atelier. Oh, die Schatulle. Die ist neu. Okay, aber wir haben nichts weiter drin außer Farbe. Hier wird sich auch nichts geändert haben. Im Spiegel sehen wir uns immer noch nicht. Wir gucken hier auch wieder nach, Leute. Hier ist überall nichts. Hier oben sind jetzt die ganzen Sachen, die wir schon gesammelt haben. Da wird gleich das nächste sein. Okay, Leute, drei haben wir schon gefunden. Drei Kästchen, so wie es aussieht. Und drei müssen wir einfach noch. What if you fail? Was, wenn du scheiterst? Womit scheitern, Leute? Zurück ins normale Leben, zu kommen? Ah, das Blatt liegt unten. Ich hasse. Selbst jetzt. Verloren. Allein. Hoffnungslos. Du wirst immer ein groteskes Missverständnis beenden. Und damit würde ich sagen, Leute, wie es mit dem Bild weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge, Leute, denn meine Hände schwitzen so, ich bin mehr als tot. Also für die Aufnahmesession reicht es auf jeden Fall, Leute. Nächstes Mal ist auch der Greenscreen wieder in Ordnung, dass ich den wieder ordentlich machen kann. Vielleicht hat es euch ja kurz gestört, Leute. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht, wie ihr denkt, wie die Geschichte verläuft. Es kann ja auch sein, dass ich irgendwas übersehen habe und ihr sagt, hä, nee, egal, so, du hast da und da was vergessen. Die Geschichte verläuft doch ganz anders oder man könnte das auch anders interpretieren. Na dann, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin mit mir durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr seid doch nächstes Mal wieder als meine Unterstützung da, Leute, dass wir zusammen Layers of 4 durchkriegen. Und dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüssi.